Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar hieß das, so viel zum Thema volle Controller, Tiny and Big, glaube ich. Jetzt weiß ich jetzt nicht mehr. Warum weiß ich es nicht mehr? Und irgendwie Grandpas Leftovers, also Opas Überbleibsel. Genau so wird es übersetzt, nicht anders. Und wie man sieht, habe ich noch nichts getan. Fortsetzen ist noch Jürgen und Unbefleckt. Das heißt, wir starten einfach gleich mal rein und ich mache einmal ganz kurz ein bisschen Ton lauter an meinen Kopfhörer ran. Vielleicht nicht zu laut, aber let's go. Ich führe ein Abenteuer. Ist nah. Ich denke, es ist an der Zeit, das Spielzeug wegzulegen und sich vorzubereiten. Pfiff. Warte, da sind zwei. Was glaubst du, was ich mache? Die absolute naturgetreue Lasersimulator bereitet mich perfekt auf das vor. Guck doch. Wo war, also Tiny and Big, das heißt wahrscheinlich, der eine ist so mini klein und der andere ist groß. Herzlich willkommen zu einem super realen Lasersimulation auf deinen realen Boy. Reality Boy. Warte, ich hab grad wieder. Warte mal. Schau dich um mit der Maus oder mit dem rechten Thumbstick. Und siehst du die Unterhose? Lauf mit WASD oder LS. Schaffe es zur Unterhose. So, jetzt haben die anerkannt, dass ich mit Controller spiele. Again. Das war nicht meine Schuld. Und es ist immer noch ein bisschen laut, aber das ist okay. Whee! Schön, schön. Die virtuelle Unterhose ist schon mal dein. Arr. Das heißt, ich kann nach einem Monat mal meine Unterhose wechseln. Schieb dir die Würfel. Schiebe dir die Würfel so, dass du die Unterhose erreichst. Ja, kein Problem. Push the button. So. Okay, ich dachte mir. Mal sehen, ob du stark genug hierfür wirst. Klar. Ich habe nur Muskeln. Nichts im Kopf, aber nur Muskeln. Okay, das wird ein bisschen. Jetzt geht's ums Tool. Mal sehen, wie es funktioniert. Was? So, ziele auf die Box, drücke und halte B, um das Seil abzuschießen. Lauf rückwärts und ziehe. Gut, warte, B. Piep. Aber ach so, ah, ich muss gedrückt halten, okay. Ich habe voll gedacht, dass das Piep was bringt. Nein. Piep, 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 piep. Wiiu! Komme ich da nicht mehr rauf? Nö. Ich mag die Musik irgendwie. Das erinnert mich an alte Zeiten. Als wir noch nichts anderes hatten als diese schreckliche Musik. Nutze deine Klaue. So, das heißt, ich muss. Das ist ja jetzt noch Anfang, das ist ja alles Tutorial. Um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht wirklich, wie das Spiel aussieht. Ich wusste das mal, als ich es gekauft habe. Aber Steam hat sich gedacht, okay, wer will heutzutage denn noch überhaupt ein Video haben? Und hat bei ganz vielen Spielen irgendwie die Tutorials. Nicht Tutorials, das sage ich. Die Trailer entfernt. Und also ich habe das bei ganz vielen gesehen, weil das bei ganz vielen war, die ich irgendwie drauf hatte. Und ich war mir relativ sicher, ich packe nur Sachen drauf, wo ich Videos bei sind. Deswegen. Aber hey, das ist nicht mehr mein Problem. Ich habe es ja jetzt. Und wir schauen uns das dann nachher mal gemeinsam an. Was? Das hätte voll klappen sollen. Yeah, Pipi. So, das war jetzt nicht allzu schwer. Nicht mit unserem Genius Brain. Das ist nicht das Problem. So, okay. War zwar ein bisschen schwierig, aber gut gemeistert. So, Radio. Ach, ich habe mit dem Radio gesprochen eben. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das eben das Radio war oder Tiny. Jetzt zum Laser. Halte LMB gedrückt und ziehe eine Schneidelinie auf.
Achte darauf, dass das Objekt komplett abgedeckt ist. Erst dann loslassen und genießen. Such dir eine günstige Stelle und frohes Schneiden. Ich fand die Stelle günstig, nicht? Zieh ich das jetzt? Jo, das hat wohl nichts gemacht. Kann ich das noch irgendwie... Jo, zieh durch da den Mist. Theoretisch müsste das ja dann jetzt... Hä? Aber es ist komplett abgedeckt. Das ist doch der Laser, oder? Ich muss eine Linie mit den... Habe ich doch. Ach, das findet er günstig. Ich fand meins auch günstig. So ist es nicht. Jetzt fällt das ganze Ding ganz auseinander, weil ich schon irgendwie 8 Linien gezogen habe. Ist okay. In Ordnung. Das war alles genauso geplant. Ich wollte die Einzelteile haben. Erst denken, dann schneiden. Jeder Schnitt ist endgültig. Wenn du einen Schnitt abbrechen willst, einfach nochmal LMB drücken. Okay, ja, gar kein Problem. Ich denke immer sehr, bevor ich schneide, schon immer so gewesen, wird sich niemals ändern. Komme ich darauf? Er hat es nicht abgebrochen. Wenn sobald ich loslasse, macht er das. Das hat nichts mit Abbrechen zu tun. Okay. Ich werde dich zerstören. Hä, ich habe es versucht abzubrechen, aber er macht das nicht. Oder es wird mich zerstören. Na egal. Egal. Alles gar kein Problem. Ein Schnitt reicht. Jetzt ein kleines Raketentraining. Ziele auf die Box. Drücke MMB, um eine Rakete abzufeuern. Dann noch einmal MMB gedrückt halten, um sie zu zünden. Schieße mit der Rakete auf die Würfel. So. Die haben mich geschubst. Ich war's nicht. Ich bin mir sicher. Okay. Ich wollte eigentlich mal mir ein bisschen Überblick schaffen. Das sieht nicht wie eine Rakete aus. Ja, ist das die Rakete? Und dann habe ich leider nicht mehr gelesen, was da stand, weil ich beschäftigt war. Ah. Das war die Rakete und zwar hatte sie so viel Karacho dahinter, dass sie mich einfach mal weggeschubst hat. Bin mir sicher, das ist so. Ja, ich habe es jetzt verstanden, nachdem ich es dann nicht einmal vernünftig gelesen habe. Oh. Verstehe! Irgendwie hat er mir zu lange gebaut. Ich dachte jetzt, er fällt nicht. So, und der fällt wahrscheinlich nicht, weil der Händler was ist, was ihn auffällt. Das heißt, ich müsste nochmal zurückspringen und nochmal von der Seite was machen. Ja. Kenn mich aus. Ich drücke immer einmal ganz kurz, aber ich muss mal gedrückt halten. Das vergesse ich dann immer. Kannst hier deine Rockets sonst wohin stopfen? Hervorglänzend. Okay. So wie alle Videospieler hatte ich diese Simulator perfekt auf alle Herausforderungen des wahren Lebens vorbereitet. Ja. Deswegen spielen wir nur so viel, damit wir auf jede Situation vorbereitet sind. So, genug gespielt. Du musst hinter Big her. Für Ehre und Familie. Okay, dann bin ich Tiny. Anscheinend. Die Batterien sind leer. Genau rechtzeitig. Das Abenteuer ist nah. Wirklich? Wo? Crash. Um zu schneiden. Na, das weiß ich ja schon. Drücke eine Taste. Potztausend. Was war das? Hat uns etwas getroffen?
Eigentlich, weil der Tiny ist, will ich seine Stimme küsschen haben. Was hätte es mich erwischt? Was? Ich habe meine ganze Ausrüstung verloren. Und wo zur Hölle sind wir hier? Ich werde dich führen. Los, sammel mich ein. Okay, wir müssen hier raus und Big finden. Auf geht's. Big, Big, Big. Und zwar will ich wissen. Was ist süß, was das? Kann ich da rein? Nein. Ja, aber es ist nicht gut, wenn ich rein. Okay, vielleicht tun wir erstmal das, was er uns sagt und spielen. Wurde auch Zeit. Tape um Sieg. Genieße den mitgelieferten Song. Wenn du das Lied wechseln willst, drücke recht weit. Wenn du es ausschalten willst, drücke links. Jetzt bin ich relativ froh, dass ich keine Facecam habe. Super. Du hast das TNT-Tool. Ich bin mir sicher, das stand da nicht. Erinnerst du dich noch, wie man das Seil benutzt? Wenn nicht, drücke Y, um die Anleitung anzuschauen. Ach, das war Seiltour. So, wir haben The Radio, The Ability Boy, die Sicherheitsbrillen, das Werkzeug. Hergestellt mit deinen eigenen Händen, beinhaltet es alles, was ein Gelegenheit-Holzfäller so braucht. Ein Laser, ein Seil und eine Rakete. Batterien nicht enthalten. Farbe blau. Ja, es, als Holzfäller natürlich braucht man dann Laser, Raketen, immer schon da gewesen. So. Die Klaue. Zerschnittene Teile sind zum Ziehen da. Die selbstgebaute Klaue ermöglicht dir, schwere Dinge einfach aus dem Weg zu ziehen. Sie wird mit einem Seil aus dem Tool geschossen. Ziehe. Oh süß, da gibt es sogar Bilder für. Oh, für die ganz Schlauen unter uns. So. So, ich habe nur die zwei und ich mag das eigentlich lieber. So. So, vielleicht soll ich erstmal ziehen. Das ist wahrscheinlich mit Maus besser zu spielen, aber hey, ich spiele nicht mit Maus. So, jetzt bin ich da oben. Okay, da oben ist aber mein Laser. Wir machen jetzt mal einfach. Hier gibt es so viele zum Ziehen. Muss ich alle runterziehen? Komm, bitte. Sollte sogar schon fast reichen. Oder auch nicht. Obwohl, geht eigentlich. Alles klar. Komm, schieben wir mal ein bisschen. Oh meine. Ja. Ich hänge schon am Anfang. Das habt ihr gut erkannt. Ich bin sehr stolz auf euch. Alter, Digi, komm jetzt. Du hast zwei Wunderbeine. Benutze sie. Mein Laser! Du hast genügend Batterien gesammelt. Zerlege zur Übung diesen Kaktus. Erinnerst du dich noch, wie man den Laser benutzt? Wenn nicht, drücke Y. Ja, krieg ich hin. Nach ein paar Knöpfen. Ja, komm, perfekt. Perfekt. Siehst du diese Viecher? Zermatsche sie mit dem Felsen, um mit dem Laser zu. Zermatschen? Bist du sicher? Keine Sorge. Die Wüste ist voll von denen. Ich hatte mal welche im Keller. Es hat Wochen gedauert, die loszuwerden. Und genau da stand da. Das und nichts anderes. Warte. Und dann P. Ups, das war nicht B. Das war auch nicht B. Aber gut. So, ich soll sie zerquetschen. Super, du hast es wirklich. Keine Sorge, die Wüste zu fahren. Siehst du das Leuchten da drüben? Das ist deine Rakete. Hol sie dir und deine Ausrüstung ist wieder vollständig. Da oben ist eine Rakete. Schneide sie herunter. Okay, die Steuerung mit dem Controller ist ein bisschen nervig. Aber man gewöhnt sich dran. Halte F.E. so lange gedrückt, wie die Rakete Schub geben soll. Drücke Y, um noch einmal auf die Anleitung zu schauen. So, Rakete. Alles war das Falsche.
Knirsch. Wow, so weit, aber nicht schlecht gemacht. Zu weit. Zu weit. Figürchen. Nee, einfach nur Zeichnungen. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll, aber es war zu weit. Radio? Ich habe ja schon so einige Ausgänge gesehen. Aber dieser, nein. Und das scheint einer zu sein. Wuhu. Sollte ein leichtes sein, da hochzukommen. Okay, das sagst du nur, weil du das nicht machen musst. So, guck mal, da sind so ganz unauffällige Striche. Na dran. Die versuchen wir dann mal einfach komplett. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen weg. Denn ich mag mein Leben so, wie es ist. Ganz. Schade, hat nicht ganz funktioniert, wie ich es wollte. Aber hey, mal, was ich hier machen kann. Und immer noch nicht ganz funktioniert. Aber das ist gar kein Problem. Wir bauen uns die Welt. Das ist voll cool. Ebonstone. Okay. So, wir haben einen sehr langweiligen Stein angesammelt. Ich nehme an, das ist das Ziel meiner Reise, wa? Schöne Aussicht. Aber ganz schön hoch. Wie zur Hölle soll ich da denn runterkommen? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Komm, lass mich dir helfen. Das ist Big. Das ist Big. Das ist Big. Dieb. Zeit 6 Minuten. Stones 1. Kassette 1. Schnitt 5. Tote 0. Ich habe eine Kassette übersehen. Ich habe eine Kassette übersehen. Drücke eine Taste. Wenn du nicht weiter weißt, folge den Stein. Was? Was? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das Radio hat so ein paar Macken. The Radio. Warte, Big ist kleiner als ich. Ach, das finde ich süß. Wire. Ach so. Wire. Fast hätte es mich erwischt. Mal wieder. Ich hasse die hohe Stimme. Das war Big, oder? Denke, ja. Hat dich ganz schön in den Hintern getreten, was? Mit der Spitze voran. Wenn du den Berg wieder hochkommst, kriegst du bestimmt die Chance auf Rache. Ja, ja, glaube ich nicht. Big, big world. So, folge den Stein. Da ist ein Stein. Da ist eine Kassette. Wer auch immer das hier gebaut hat, hat wohl vieles geliebt gemacht und getan. Ich war ein bisschen abgelenkt wegen der Kassette. Das ist die neue. Muss ich das schon schneiden? Ich habe noch keine Lust zum Schneiden. Aber anscheinend muss ich schon schneiden. Okay. Das ist aber auch gar kein Problem für mein super. Oh, dann nehme ich dich mal mit. Und dann reicht uns das. Schade, reicht uns nicht. So, das reicht uns aber. Komm doch hoch. Okay. So, jetzt. Bongstone. So, warte. Ist hier irgendwo noch eine Kassette? Ich finde das cool, dass wir die Musik einstellen können. Das freut mich irgendwie ganz leicht. Was ist jetzt los? Obwohl, da wir größer sind als Tiny, passt die piepsige Stimme nicht mehr. Ich dachte, wir sind vielleicht winzig. Aber an sich sind wir voll normal. So, ja. Eine Wolke! Nein, eine Wolke! Achso. Herrliche Aussicht. Sieh dir nur diese vielen
erhabenen Ruinen an. Eingekreist von endloser, schöner, samtiger Wüste. Scheiße, ich hab's halt oben schon. Richtig. Wie auch immer, von oben ist die Aussicht bestimmt besser. Auf geht's, wieder hinein und die Statue. Es ist immer noch ein bisschen laut für meine Ohren.